Cool, Freunde. Wir legen wieder los und ich freue mich schon so. Yay! Okidoki. So, wir schauen erstmal kurz auf die Karte, glaube ich. Das ist am besten. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das geht jetzt von der Lautstärke so und das ist alles in Ordnung. Ich höre es ja leider nicht so wie ihr. Aber ja. Okidoki. Ich kann das hier halt bloß an meinen Kopfhörern immer so ein bisschen lauter, leiser stellen. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr es hört. Egal, wir legen los. Wir gehen auf die Karte und schauen mal. Und weil ich das gerade gesehen habe, beim Buch aufschlagen, da gibt es ja, da hat man gerade diese Tierwesen gesehen. Und ich habe über Nacht, beziehungsweise vor dem Einschlafen und auch heute den ganzen Tag über, mir Gedanken gemacht zu den Türen, die wir hatten. Und ich möchte eigentlich mal was ausprobieren. Moment, wir haben die Hogwarts-Karte hier. Wo war die Haupthalle? Ich will zur Haupthalle. Moment, wir können ja hier die große Halle, die große Treppe. Der Südflügelbibliothek. Was ist denn das dann? Die große Treppe? Die große Treppe ist das, oder? Nee, bei der war man noch gar nicht. Moment, wo war das? Bibliotheksanbau. Können wir gerade gar nicht zurück? Derzeit nicht verfügbar. Ach, ärgerlich. Ich habe mir nämlich Gedanken drüber gemacht. Weil... Hier, da hat man gerade die Spinne wieder gesehen. Wenn man diese Zeichen gesehen hat, man hatte den Demigeist als erstes, dann hatte man ein Einhorn. Vielleicht zählt das Einhorn ja wirklich als eins. Dann hatte man ein... Oh, wie hießen die denn? Die Grabhörner. Dann hatte man ein Grabhorn und das hat zwei Hörner. Dann hatte man eine Schlange, glaube ich, die hatte drei Köpfe. Also... Vielleicht ist der Demigeist die 0 und nicht die 1. Und es geht bloß von 0 bis 9. Und da, ja, das müsste man dann nachher mal ausprobieren, wenn wir wieder nach Hogwarts kommen. Oder vielleicht gibt es hier unterwegs auch eine Tür, die wir, ja, untersuchen können. Und vielleicht ist das die Lösung, wo ich gestern, ja, nicht richtig überlegt habe sozusagen. Oder einfach nur eine Zahl drunter war. Also, ja, das wäre vielleicht eine Idee, die ich mir über Nacht, ja, in meinem Kopf zermartert habe, weil ich dachte mir, ich kann doch nicht so dumm sein für diese Rätsel. Na gut. Wir schauen einfach mal. Wir waren gerade bei Ollivander und haben einen neuen Zauberstab gekriegt. Ja, und können jetzt sozusagen... Die ganze... Oh, Moment, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Yay, hier ist es. Ich sammle. Schön. Credwins gefährliche Kessel. Diese wackeligen Stapel Kessel vor Credwins Laden wirbt für die Waren darin. Da waren wir aber schon drin in dem Laden. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt bei braun wirkungsvoller Zaubertränke. Ja, und ist saugefährlich, würde ich meinen. Aber gut, das müssen die ja hier wissen. Ich finde dieses Buch außerdem so cool, ne? Das Buch ist super. Okay. Okay. Dann ist jetzt die Frage natürlich, wo wir als nächstes hingehen. Hier können wir nicht rein. Revelio. Wir müssen alles mal ein bisschen abchecken mit Revelio und mal gucken, wo wie was wir sind. Das ist ein Schloss. Achso, das war der Flohsamen Dingsbums. Oh, wartet. Ich hab's gerade gesehen. Na, Hallöchen. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und allerlei Flexibilität. Und mit allerlei Flexibilität.
Oh, um Gottes Willen. Ich kann heute nicht lesen, es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt. Jeder mit einem von drei magischen Kernen suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christi als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Mann, oh Mann, ein gutes Familienunternehmen auf jeden Fall. Nicht schlecht. Okidoki. Aber wie gesagt, da waren wir gestern schon drin. Und wir haben uns unseren Zauberstab geholt. Da fliegt eine Seite. Hier kann ich rein. Und... Oh, die ist draußen, die Seite. Moment, ich gehe wieder raus. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Ich will die Seite haben. Akio. Jawohl. Aber wir gehen trotzdem nochmal in die Hütte hier. Oh. Entschuldigung. Hallöchen. Na, schaut mal an. Da oben ist nämlich eine dicke Truhe. Haben wir hier noch was? Bisschen Brot. Ach nee, ein Kuchen ist das. Hm? Hau rein. Warum nimmst du nicht mit ein Stückchen? Aber klauen ist vielleicht nicht so gut, hä? Truhe. Okay, ein Blazer. Was haben wir denn hier Schönes gefunden? Schauen wir uns mal an, die ganze Sache. Und hier, wir haben gestern schon legendäre Handschuhe gefunden. Super cool. Super, super cool. Okay, wir haben einen Blazer. Das ist bestimmt bei Outfit mit dabei. Ja, hier. Oh. Oh nein, ist schlechter. Weil das hier... Ach, das ist eine Schuluniform. Geziemende Schuluniform mit Blazer. Wie sieht die aus? Oh, das sieht... Sieht ganz hübsch aus, wie ich finde. Aber die hat halt mehr... Also die gefällt mir auf jeden Fall besser. Moment. Wenn ich den Mantel mal ausziehe... Oh, wir haben ja sogar einen besseren Mantel. Der Quidditch-Mantel. Ja, der hat auf jeden Fall eine bessere Offensive. Wir nehmen erstmal den Quidditch-Mantel, auch wenn es blöd aussieht mit den Armschützern. Von der Farbe her ist er ganz schick. Aber wenn uns jemand dumm kommt, können wir einfach zack, eins vor die Fresse geben und dann passt das schon. Und dann dazu noch Stupor. Und dann sind sie alle über den Jordan. Achso, ich wollte den ja eigentlich mal ausziehen. Moment. Ja, das sieht schon, das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ich nehme die erstmal, auch wenn sie nicht so viel Werte hat. Und den Mantel vom Quidditch. Ich denke, das ist ganz okay. So, prima. Haben wir hier noch was? Und wir haben gestern, oh, hier ist noch was. Wir haben gestern schon eine Demigeist-Statue gefunden. Wir konnten Adelsmantel. Dann haben wir gleich noch was zum Angucken. Wir konnten mit der Demigeist-Statue gestern bloß noch nichts machen, was ein bisschen doof war. Ich würde gerne mit der Demigeist-Statue was machen. Aber das ging noch nicht. Ich muss mich mal ein bisschen gerade hinsetzen. Ich sitze immer so ja, eingekrümmt und sowas. Verzeihung. Ja, wie gesagt. So, wir hatten jetzt einen neuen Mantel gefunden. Da ist er. Moment. Zack. Besonders. Wow. Okay, der ist besser. Adelsmantel. Ja gut, dann lassen wir den erstmal an. Sehen wir zwar ein bisschen schickimicki aus, aber das ist okay. Damit komme ich zurecht. Zeig dich mal. Oh, Paul, hier blendet es aber ganz schön. Ah, im Fenster. Was sind das hier? Hörner? Ah ja, hier sammelt jemand Hörner. Hier ist die gute Nachtmedizin. Hm, damit man gut schläft. Haben wir hier noch was?
Ja, wie gesagt, bitte verzeiht mir, wenn ich heute mal ab und zu etwas huste und sowas. Ich hab's ein bisschen mit dem Hals irgendwie. Ich trinke auch mal ganz kurz einen Schluck. Sehr gut. Hier, sogar auf dem Bild sind Hörner da hinten. Der mag Hörner eindeutig. Oh, fast runtergefallen. Gut. Warum war es hier gerade so neblig? Rebellion. Hier, so neblig. Ist das etwa ein Grafikfehler? Nun gut. Ich schaue mal ein bisschen mit auf die Karte, wo wir uns befinden. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier so... Wir gehen das Dorf mal ein bisschen ab. Um wirklich alles mitzunehmen. Und wenn wir hier lang gehen... Ja, dann gehen wir da lang. Na, ich würde gerne da runter irgendwie. Wo muss man da lang? Hallo Mieze. Mieze streicheln ist immer wichtig. Ja, feine Miezi. Guck mal, ich habe einen schönen neuen Mantel. Ist der nicht super? Der ist schon ein bisschen dreckig, aber das passt schon. Gießkanne gießt hier schön. Oh, was haben wir hier? Ach nee. Hier brauchen wir überall Schloss, den Alohomora oder sowas. Moment. Was ist denn mit dieser Tür? Da können wir nicht rein. Schade. Gut, schauen wir uns mal um. Was verkauft die Gute hier? Oh. Gutes Fleisch. Was haben wir hier alles? Okay, nicht viel. Ah, fühl mich. Was war das denn? Junge Dame, was war das denn für ein Geräusch? Machen Sie mal nicht hier solche, ne? So ja nun nicht. Okay, ich zauber mal ganz kurz. Hacke, 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 Holz ganz schnell. So wird's gemacht. Ich mach's nochmal. Euer Holz im Nu, sonst gebe ich niemals zu. Ah, Ruh. Ruh wäre besser. Schön. Gut. Hier geht's nicht rein. Ja, Schluck trinken. Wie gesagt, trinken ist wichtig, Leute. Da sind überall... Nein, das wollte ich nicht. Da sind überall Schlösser davor. Aber hier können wir doch rein, oder? Ja. Ah, und das ist der... Der Eber. Und da haben sie gesessen. Hier. Da haben Harry Potter und Hermine und sowas dann die Sachen ausgebrütet mit... Den... Mit Dumbledores Armee. Oh, ist das schön. Hier wird Axtwerfen geübt. Was gibt's Leckeres zu essen? Bratwurst, Speck, Mais. Und der Rest sieht komisch aus. Naja gut, Hauptsache schmeckt, ne? Was ist das? Spucktopf? Okay. Was sind das hier? Warum hängen hier Zauberstäbe? Kann ja jeder klauen. Oh, schön. Oh, was ist das denn? Alte Hexe mit Eule. Oh. Sieht cool aus. Will ich in diese Nussschale reingreifen? Ach, was soll's. Oh. Ich habe einfach bloß alles durch die Gegend geschmissen. Rebellion. Kollege, ich würde gerne mal an die Rolle daran. Super. Wandmontierter Eberkopf. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der noch
doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Eberkopf. Jupp. Und der sabbert ganz schön. Meine Güte. Aber cool sieht er aus. Ganz schönes Monster. Oh, voll cool. Das ist so cool. Das ist alles so cool. So, wir gehen mal hinten ins Lager. Uns hält ja niemand auf. Oh, hier könnte man Besen mitnehmen. Ist der Nimbus 2000 dabei? Oder Feuerblitz? Aber hier haben wir eine kleine Truhe. Und schaut an. Hier haben wir schon wieder eine. Aber wir können noch nichts damit machen. Ich weiß nicht. Oder... Kann ich Akio benutzen? Nee. Kann ich sie fliegen lassen? Oh. Sorry, Kumpel. Ich mache ja gar nichts. Ich klaue dir nur Geld. Ich hoffe, das ist okay. Schnell raus hier. Hilfe. Okay. Tatsächlich waren wir hier hinten schon. Hier haben wir sogar eine Motte geholt. Oh, da fliegt noch... Warte mal. Hier fliegt noch eine Buchseite. Die habe ich gar nicht gesehen. Die holen wir uns schnell noch. Wo fliegt die? Da. Ha! Sehr gut. Level 8. Yes! Läuft doch. Läuft doch. Prima. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Aber ich wollte ja hier unten mal ein bisschen gucken. So, hier waren wir jetzt beim Eberkopf. Auf dem Weg dahin haben wir alles gesehen. Wir schalten erstmal das hier frei. Oh, ich kann es mir ja sogar markieren auf der Karte. Und zack, da wollen wir hin. Zeigt er mir das jetzt auch? Ja, oh, das ist super. Das fand ich echt gut mit dem Buch, was man anmachen kann. Moment. Hacke, hacke, Holz ganz schnell. Danke. Oh, hier haben wir noch was wir lesen können. Moment. Ich möchte gern so gut wie alles mitnehmen. Hallöchen. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Oh, schön. Können sie alle nutzen. Geht er da nicht hoch? Naja, mit Treppen hier hat er ein bisschen Probleme. Das sind mal Tomaten. Bisschen eckig, aber... Ganz schöne Oschis. Erdbeeren. Was gibt's noch? Rüben. Bestimmt rote Beete oder sowas. Ja, würde ich ein paar pflücken. Ne, für unterwegs was mitnehmen. Das ist super. Gut. Ja, das Buch führt uns genau dahin, wo wir es angeklickt haben. Das ist natürlich sehr schön. Erstmal Hecke schneiden. Moment. Abracadabra. Ach, super. Wenn das alles immer so einfach wäre. Hi, Kumpel. Oh, der sitzt aber auch ein bisschen da, als wenn er nicht müsste. Wohin? Okay. Oh, eine Seite. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Akio. Danke. Sehr, sehr gut. Oh. Ja, wir können uns leider noch nicht unsichtbar machen. Weil ich denke mal, genau darauf kommt es hier an. Dass man sich eben unsichtbar machen kann und die Kiste einen nicht sieht. So, als nächstes würde ich gerne in den laden. Und dann können wir eigentlich mal hintergehen über die Brücke. Oder wir gehen zuerst hinter über die Brücke. Zu dem Laden da hinten. Ja, zu der Farm. Ich glaube, das ist ganz gut. Gibt es hier noch was? Einfach mal gucken. Ach. Eine Eule fliegt da oben. Oh. Ich sehe es ja, aber... Oh, ich stecke fest. Yes! Wir haben es. Noch eine Seite. Ich muss mal ganz kurz gucken. Bei Sammlung
Achso, da, es stand ja immer bloß dann nochmal das, was auf der Seite auch stand, ne? Ja. Das ist das mit der Treppe. Ja, das ist ja das, was ich euch schon vorgelesen habe in dem Sinne. Brauche ich ja dann nicht nochmal vorlesen. Aber diese magischen Seiten, die wir sammeln, haben wir die nochmal extra irgendwo oder sind das nur die? Nee, ne? Das ist das, was wir in Hogwarts gesehen haben. Das sind die Revelio-Seiten. Diese ganzen Sachen, die wir so einsammeln, das nicht, ne? Das ist bloß, damit wir EP dazu kriegen. Oder XP. Und da oben gibt es ganz viele Florfliegen, wie es aussieht. Oh, ein Schaf. Kommen wir hier rein? Revelio. Noch nicht. Oh, hier ist überall Zeug drin. Gut, dem Schaf können wir nix. Revelio. Hier hinten ist noch so eine Augenkiste. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich weiß, du magst mich nicht. Da drüben ist aber noch was. Hab... Oh, guten Tag. Hallöchen. Ah, hallo, kommen Sie ruhig herein. Ja, Entschuldigung, dass ich über die Mauer gekommen bin. Ah, guck mal einer an. Was haben wir denn hier? Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ja, prima. Machen wir gleich. Revelio. Machen wir gleich, machen wir gleich. Ich will mich bloß kurz umgucken. Ob es hier noch was gibt, ob wir noch was klauen können. Oh, hier, der baut ordentlich Pilze an. Damit man fröhlich und lustig wird. Kann man da hoch? Komm schon. Geh doch da hoch. Nee, er geht nicht hoch. Schade, ich dachte, man kommt da hoch. Kürbisse. Oh, what the fuck? Ja, okay. Die sind schon etwas größer. Kann man mal machen. Warum nicht? Und in deine Hütte kann man gar nicht... Wie kommt der da rein? Ach, der geht von da oben. Der geht da oben rein, nicht wahr? Aber die kann man nicht einsammeln, bestimmt. Hallöchen, Timothy! Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Ja, genau. Das sind... In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Stellen Sie mit Dip-Tam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, klar. Ich bin ja gerade das erste Mal hier. Okay, was haben wir denn hier? Dip-Tam-Samen. Schaltet die Fähigkeit frei, Dip-Tam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Ja, prima. Kaufen wir. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Okay, Flussgrassamen. Was haben wir noch? Knöterich. Malvenkraut. Das kennt man alles wirklich aus Harry Potter. Samen der Schrumpelfeige. Feige. Ich habe Fliege gelesen. Feige. Okay, die kann man halt alle anpflanzen. Ein nährstoffreicher Dünger gibt es noch. Und dann haben wir Zutaten, Dip-Tam-Blätter, Knöterich. Ja, okay, gut. Das sind die Sachen, die man hier anpflanzen kann auch. Nein, verkaufen wollen wir nichts. Okay, da gibt's das hier alles. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Nö, da hat er recht. Kann niemand. Okidoki. Ja gut, dann gehen wir wieder runter. Oh, ist das schön.
Es ist echt so schön. Es macht einen glücklich. Also mich macht es sehr glücklich, wenn ich das spiele hier. Revelio. Revelio. Oh, da haben wir was. Bisschen Geld. Jawohl, 13. Sehr schön. Willkommen bei J. Pippins. Ah, das ist Pippin. Alles klar. Und der ist der Zaubertrankbrauer sozusagen. Interessant, interessant. Okidoki, dann räumen wir erstmal einen Laden aus. Ein azurblauer Mosaikmantel. Wir schauen uns alles an. Was haben wir denn hier Schönes gekriegt? Ja! Ja, der ist viel besser. Der ist viel besser. Der ist nicht so protzig. Der ist schlicht, hat so ein einfaches Muster. Und vor allen Dingen, er ist blau. Und hat sogar bessere Werte. Super. Nehme ich. Den nehmen wir. Der ist gut. Ja, prima. Der sieht cool aus. Oh, schön, wie das alles hier aussieht. Das ist bestimmt... wie hieß er? Der Tod im Topf da? Oh, ich hab's vergessen. Mist, ich komme gerade nicht drauf. Ach, sieht alles so schön aus, ne? Es sieht alles so schön aus. In Harry Potter und der Halbblutprinz. Da haben die doch am Anfang Trank des wahren Todes. Nein, des... Oh, ich komme nicht drauf. Schade. Aber das war ist bestimmt sowas, was der da gerade bröckeln? Was der gerade köcheln hat. Ich habe es heute mit meiner Aussprache. Ist ganz, ganz schlimm. Was hast du hier noch so Schönes? Kann ich hier was lernen? Oh, ja. Moment. Was ist das? Achso, die Truhe, die unten unter der Brücke versteckt ist. Was haben wir denn hier? J. Pippins Zaubertränke. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Ja, super. Das ist doch prima. Hallo, Harry Pippin. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Ja, ich bin ja auch neu. Bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Ja, da muss man auch hören. Helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich kenne mich alle schon hier. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Naja, möglichst. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Ja, sehr gerne. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Gern. Was hast du? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich kenne die Stimme irgendwoher. Die Stimme kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber ich komme gerade nicht drauf, wer es ist. Na, egal. Was haben wir denn? Rezept Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Wow, krass. Nehmen wir mit, weil es kostenlos ist. Vielen Dank. Mega Power Trank, ein Rezept für einen Heiltrank. Zack,
Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Nö, nö, alles gut, alles gut. Wir gucken uns mal um. Aber also gut, ich. Das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Nein, 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 nein. Wir gucken uns erstmal alles an. Bleib mal ganz ruhig hier, Kollege. Bleib mal ganz ruhig. Ein Fokustrank. Oh, Verzeihung. Der die Abklingzeit für Zaubersprüche des Trinkenden reduziert. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich habe das gemerkt bei dem Duell, was wir gestern gemacht haben oder heute. Da habe ich zwischendurch gedrückt und ja, unsere Energie war sozusagen leer. Da hier war nichts mehr drin im Stab. Konnte man nicht mehr abschießen. Ja, ja. Gut, ein Zaubertrank, der den Trinkenden nahezu unsichtbar macht. Den bräuchte ich bitte, weil ich würde gerne alle Kisten aufmachen, die dieses Auge haben. Okay, der Zauberschaden für kurze Zeit erhöht. Gut, das könnte auch sehr, sehr nützlich sein. Also okay, die sind alle sehr, sehr nützlich. Und das sind die Sachen, die wir so schon gefunden haben. Also Eier einer Aschwinderin. Mhm. Das haben wir noch nicht, das auch nicht. Wie heißen die? Horklumsaft. Hm. Florfliegen, die haben wir schon gefunden. Hauch der Toten. Okay. Was ist das? Spinnenfangzahn. Oh je. Wir müssen bestimmt gegen ganz viele Spinnen oder sowas kämpfen. Blutegelsaft. Das haben wir schon gesammelt, tatsächlich. Die hüpfenden Pilze auch. Trollpopel. Der Schleim wird als Verdickungsmittel für Unsichtbarkeitstränke verwendet. Ja gut, wer Magie ausführen möchte und natürlich verwenden will, der muss, ja, wie soll ich sagen, der muss halt ein Risiko eingehen und, oder Opfer bringen. Sagen wir, er muss Opfer bringen. Boah. Den Schleim da saufen. Na, das wäre ja überhaupt nichts für mich. Na gut. Kampfwerkzeuge. Ach, hier können wir uns einzelne Tränke holen, sozusagen, die schon fertig sind. Unsichtbarkeitstrank. Aber ich habe bloß 696 gerade. Wie kommen wir eigentlich an mehr Geld? Wer? Warte mal. Wir können nur Ausrüstung verkaufen. Ah, okay. Ich dachte, wir können auch Zutaten und sowas verkaufen. Das wäre interessant. Aber vielleicht, wenn wir die Tränke und sowas brauchen, können wir die Tränke. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, tschüssi, Harry. Gibt's denn noch was? Oh, sie haben Kundschaft. Tut mir leid. Ich hau mal lieber ab. Ah, sieht super gut aus. Super detailliert, super schön. Macht echt was her. Macht echt was her, das ganze Spiel bisher. Also ich bin hellauf begeistert. Und wie ich gestern schon gesagt habe, ich habe es mir genau so vorgestellt.